Das Bild schenke ich meiner Mutter, weil ich bin gerade so ein bisschen auch beim Ausmisten und so. Und ich male mittlerweile besser, von dem her. Das liegt auch schon seit einer Ewigkeit rum. Das hatte ich eigentlich meiner Freundin gemalt, aber dann habe ich sie nicht mehr gesehen und dann konnte ich sie gar nicht mehr geben. Was ich auch herausgefunden habe, um den Zustand aufrechtzuerhalten. Ich habe so Geschichten von Buddha auf YouTube gefunden. Und das ist voll schön. Und habe ich vorhin auch noch meiner Mutter so eine Geschichte geschickt. Da geht es irgendwie darum, dass Buddha als Elefant wiedergeboren wurde. Der hätte die Würle-Drogerie. Meine Mutter hat so Wunderkerzen mitgenommen oder angezündet vorhin. Und beinahe so, keine Ahnung, jetzt Funken sind so auf dem Tisch da verteilt und ich hatte das in der Glasflasche drin, ich filme kurz. Danke. Und dann ist die Glasflasche kaputt gegangen. Und ich habe es hingekriegt, dass sie einen Hanftee trinkt. Also, vielleicht ist es falsch verstanden oder jetzt falsch. Ich habe ja damals schon gesagt, das ist mir zu viel. Nee, damals hast du es mir anders erklärt, das weiß ich. Ich habe Oma gesagt, dass ich das zahlen müsste. Mir hast du es anders erklärt. Und er hat ja immer gesprochen von Wirbelsäule. Ja, das sagt ja, ich bin jetzt Yoga. Ja, das wäre ein extra. Ja, aber das Yoga ist ja. Extra. Deswegen brauchst du ja deine Mitgliedschaft bei uns im Verein, damit du auch Gärtenkurse besuchen darfst. Und er sagt, das andere nützt mir gar nichts, wenn ich das gar nicht machen kann. Ich denke schon, ja, aber dass die im ist Moment ja, kann ich das nicht. Nein, ist ja der Rückenschmerz. Zum Testen war. Ja. Und danach die Rückenschmerzen so hatte, dass ich erstmal keine Masche gebraucht habe, dass ich in die Reha danach gehen konnte. Ja, kann ja nicht mehr wirren. Darf ich ehrlich sein? Wenn du gleich ein Yoga. Zu viel. Ja, wie gesagt, da muss man sich wirklich langsam reintasten. Ja, aber für mich war das gar nichts. Mein Kätzchen backt gerade Proteinkuchen. Eigentlich hatte ich Lust, mal wieder irgendwie so einen Trip-Bericht aufzunehmen, aber irgendwie bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Also ich habe immer noch keine Ahnung, wann ich das wieder mache. Weil an sich hätte ich schon Geschichten zu erzählen, aber keine Ahnung. Genau. Ich war ja bei meiner Mom. Und sie hat meinen Hanftee ausprobiert. Ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein Schlawiner, dass ich das hinbekommen habe, dass sie den auch trinkt. Weil eigentlich ist sie so relativ anti, was sowas angeht. Ja, und bei ihr war es wirklich so, sie hatte nach einem Teebeutel dann kein Kopfweh mehr. Weil ich glaube, da ist auch CBD drin und CBD kann ja auch gegen Kopfweh helfen. Muss nicht unbedingt, aber kann. Und ich soll jetzt einen neuen Tee kaufen, das finde ich relativ lustig, weil, ja, genau. Und mein Bruder hat mir auch so ein Buch geschenkt, das hat er selber auch schon gelesen, von dem hat er mir auch schon ein anderes von dem Autor geschenkt, das habe ich aber auch noch nicht gelesen, nur er schon. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Yuval Noah Harari, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Mein Bruder meint, der Autor wäre relativ gut. Und ich weiß gar nicht, wie das andere Buch heißt, was ich noch von dem rumliegen habe. Ja, und dann haben eben mein Bruder und ich noch Fight Club angeschaut. Und was ich an Fight Club lieb ist, das sind ja so alle möglichen coolen Sachen so eingebaut. Zum Beispiel ganz am Ende oder so. Und ich dachte so, es ist schon ein Weilchen her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, ja, sicher 3 Jahre, wenn nicht noch mehr.
Und ich wollte schauen, ob mir jetzt noch mehr Sachen auffallen. Und ich würde sagen, der Film hat verdammt viel mit dem Konzept der Dualität zu tun. Also, ja, man kann es Yin und Yang nennen, man kann es irgendwelche Gegensätze, die da irgendwie veranschaulicht werden, irgendwie so bezeichnen. Also es ist wirklich, der komplette Film ist damit voll, wenn man wirklich mal genau drauf achtet. Ja, und es war einfach richtig cool, weil gehört zu meinem Lieblingsfilm und jetzt habe ich wieder so was Neues in dem entdeckt. Ja, ich bin jetzt momentan immer wieder noch so ein bisschen Wut da, weil ich habe jetzt den längeren Entlassbrief zugesendet bekommen und den habe ich letztens gelesen. Und ja, das Verhalten von manchen Therapeuten fand ich dann schon nicht so geil. Also nicht alle, es gibt auch gute Therapeuten. Aber ich verspüre da momentan immer wieder auch so ein bisschen Wut und hafte noch daran. Ja, und irgendwie stand dann in dem Brief auch irgendwie die Vermutung von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Und es war so, dass ich das während meiner Pubertät mal kurz vermutet hatte. Aber, ich weiß nicht, mein Freund meinte dann auch so, dass man irgendwie auch alles irgendwie als Krankheit sehen kann. Und ich bin ja nicht die ganze Zeit aufgedreht und so. Also irgendwie stand jetzt auch nur so drin, dass es irgendwie nur vermutet wird und es ist jetzt keine Diagnose oder so. Aber irgendwie kein einziger Therapeut, bei dem ich war, hat bisher das gemeint. Und ich meine, es ist ja irgendwie auch logisch, wenn ich so arg loslasse und so viel verarbeitet habe, dass ich dann enorm viele Glücksgefühle habe. Und wenn man so das innere Kind freilässt, ich weiß nicht, Kinder sind nun mal aufgedreht und auch mal laut und keine Ahnung. Ich finde einfach, wenn man sich so daran stört bei jemand anderen, dann hat man, glaube ich, eher vielleicht auch selber ein Problem, seine aufgedrehte Seite rauszulassen. Ich finde, klar, also ich musste, glaube ich, auch erst lernen, das so ein bisschen auch, ja, zu schauen, wie ich das rauslasse, dass es auch nicht wie ein Trampeltier ist, weil manchmal tue ich ein bisschen übertreiben, wenn ich zum Beispiel Blödsinn mit meinem Freund mache oder so. Aber ich finde, ja, der Sinn ist dann irgendwie nicht, eben diese übergedrehte Seite zu unterdrücken
oder eben das voll so als krankhaft zu sehen oder so, sondern eher dann halt so einen vernünftigen Umgang damit zu lernen. Also, dass das irgendwie da sein darf, dass man mal hyperaktiv ist. Oder man das sogar für sich nutzen kann, um irgendwelche Sachen hinzukriegen. Anstatt, dass es jetzt irgendwie was Schlechtes ist. Und es ist halt auch so, wollen die mir jetzt ernsthaft noch eine Diagnose um die Ohren hauen, obwohl ich mich eigentlich momentan so gesund wie schon seit langem nicht mehr fühle? Also, keine Ahnung. Ich habe mal vor ein paar Jahren so aus Spaß gesagt, dass ich psychische Krankheiten sammle wie Pokémon-Karten. aber ganz ehrlich, ich habe da absolut keine Lust mehr drauf. Und ich will nicht, dass irgendwelche Charakterzüge an mir einfach direkt irgendwie als Krankheit angesehen werden. Also, ich weiß echt nicht, ob ich... Also, ich hoffe natürlich, dass es mir nicht irgendwann wieder irgendwie schlecht gehen würde. Aber momentan hätte ich echt keine Lust, wieder in eine Klinik zu gehen. Foxy hat jetzt Captain Pengs Socke als Halsband.